und frei. What's this? Was haben wir denn da? Das muss der Boden vom Kürbis gewesen sein. Ah. Das also war des Pudels Kern. Eine CD. Ich muss den Versuch wagen. Sehr, sehr wagemutig. Die CD hat einen fetten Kratzer. Sieht mir nach Absicht aus. Na, mal hören. Oh Gott. Gut alte gemacht, Disney, mein Freund. Alte Discman-Geräusche. Ich wusste, wir Rätselkönige verstehen uns. Wie damals im Zeltlager. Versprich mir, diese CD zu zerstören, wenn du sie gehört hast. Die Zeit eilt. Sie wollen den Bunker abreißen. Hol mich raus, damit ich unsere Beute bergen kann. Ich habe im Knast entdeckt, wo früher mal ein Nebeneingang war. Das Tor wurde seinerzeit zugemauert, ist aber brüchig. Nur sieht das keiner, wegen der Efeuranken. Wir brauchen Folgendes. Einen robusten, aufgetankten Wagen, Klebeband. Ach ja, ehe ich es vergesse. Kümmere dich schon mal um die Papiere, damit wir für eine Flucht ins Ausland gewappnet sind. Ferner. So also hat Armknecht seine Anweisung von Heppner bekommen. Die Symbole hatten überhaupt keine tiefere Bedeutung. Im Kürbis selbst steckte die Botschaft. Und wo... Gabi muss die CD schleunigst Kommissar Glockner bringen. Woher hat denn der diesen Discman? Die Möglichkeit, hier was aufzunehmen. Und, aber diese Discman-Geräusche, herrlich, herrlich, das ist sehr nostalgisch. Die ist auch ein bisschen blöd. So, Gabi. Hier sind die Beweise. Papi, ich muss dir etwas zeigen. Gabi, ich habe absolut keine Zeit. Gerade kam die Meldung, dass man das Fluchtfahrzeug aus den Augen verloren hat. Von Heppner und Co. fehlt jede Spur. Ich muss gleich los. Die Videos der Überwachungskameras auswerten. Warte noch, schau mal, was ich habe. Es geht um Heppner. Boah, wenn der die jetzt abgewimmelt hätte, ich schwöre euch. Diese CD ist der absolute Wahnsinn. Darauf... Du weißt genau, was hier los ist, Gabi. Und da willst du mir eine neue CD zeigen? Es geht aber um Heppner. Sag, es geht um Heppner. Es geht um das Geld. Wir reden über dein Taschengeld, es geht wenn um ich Heppner. Zu Hause bin. Es geht um Heppner. Komm, Oskar. Papis Nerven liegen gerade etwas blank. Der Arme. Es geht um Heppner. Ja, es geht doch um den Heppner. Komm jetzt nochmal hin. Für die Lesung heute Abend sind wir komplett ausgebucht. Vielleicht bist du beim nächsten Mal dabei. Ist doch eher ab 18. Für Laufpublikum haben wir leider geschlossen. Tut mir leid. Können wir trotzdem hier nochmal... Ich kann einfach nicht widerstehen. Das gibt nur Ärger mit Frau Hauf. Ich will da drehen. Lasst mich doch mal drehen. Bitte. Für Laufpublikum... Laufpublikum, der Willi hat noch nie in seinem Leben gelaufen. Wir haben heute Abend geschlossene Gesellschaft. Zutritt nur für geladene Gäste. Nein, 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 nein. Waren wir jetzt mit Tim da? Ja, Zutritt nur. Okay, das Polizeirevier ist für uns alle jetzt tabu. Können wir jetzt zum Bunker vielleicht dann doch nochmal? Kein Profitlich.
Hey, wo geht's denn dahin? Okay, nein. Keine Ahnung, ist... Ist der David jetzt wieder da? Was? Nein! Herr Behring, lassen Sie sich nicht auf die Nein! Doch, es kam in den Nachrichten. Wahrscheinlich ist dieser Heppner mit der Beute längst über alle Berge. Da versuchen wir, Jugendliche für Recht und Unrecht zu sensibilisieren. Und was zeigt sich wieder? Verbrechen lohnt sich doch, nicht wahr? Hallo, die Herren. Besuchen Sie David? Haben Sie von der Fahndung nach dem Jeep gehört? Besuchen Sie David? Das hatte ich eigentlich vor. Aber er ist ausgeflogen. Nach seiner Zeit im Jugendgefängnis hat er Nachholbedarf. Verständlich. Wenn noch was anliegt, ich schließe gleich ab. Oh oh, die Zeit wird knapp, Leute. Die Zeit wird knapp. Besuchen Sie... Haben Sie von der Fahndung nach dem... Ich staune überhaupt, wie Heppner diese Flucht bewerkstelligt hat. Hatte dein Lehrer nicht erzählt, du wolltest ihn interviewen? Das habe ich. Noch vor seinem Ausbruch. Er hatte vom Gefängnis aus Instruktionen gegeben. Doch, doch, Sie können mir ruhig glauben. Guck mal, wie böse der guckt. Ah. Das ist keine so gute Idee, Gabi, weißt du, ne? Diese CD hat Heppner Uli Armknecht einem Kellner zugespielt. Sie enthält genaue Anweisungen. Das ist richtig doof. Ich vermute, Armknecht war bereits damals in den Bankraub verwickelt. Herr Albertson hat recht. Du und die Jungs, nicht wahr? Ihr seid die reinsten Detektive. Wart ihr bei der Polizei? Moment, dein Vater. Ist er nicht Kommissar? Na, wenn er dir nicht Glauben schenkt. Das würde er. Bestimmt. Aber wir haben im Moment keinen so guten Draht zu ihm. Er ist dein Vater. Der Stress. Also, ich kenne eine Menge Leute bei der Polizei. Zeig mir die Scheibe doch mal. Weißt du was? Ich werde mich der Sache annehmen. Wenn Sie... Nein! Hoffentlich haben Sie mehr Glück als ich. Und nun raus, Leute. Ich will endlich schließen. Nein, Herr Behring, wir müssen Ihnen doch... Wir brauchen Sie doch. Wir brauchen Sie und Ihre Scherzartikel. Können wir jetzt am Rädchen drehen? Ich kann... Das gibt nur Ärger mit... Nein. Für Laufpublikum... Okay. Können wir bei Herr Dingens noch mal was machen? Denk eher nicht. Haben Sie schon einmal... Wussten Sie, dass ich bei der Wahl für Sie gestimmt habe? Das ist aber nett. Wie kommt's? Naja, Sportlehrer Matzke ist sozusagen mein natürlicher Feind und die Mübo stand nicht wieder zur Wahl. Ich finde, Sie sind ganz okay. Wenn der zum Bunker geflohen ist, hat sich vielleicht am Bunker jetzt was getriggert. Polizei sehe ich keiner. Wenn wir nur schon die Beute hätten... Und wenn ich wenigstens ein Stück hinuntersteige? Ja, mach das. Dich vermisst keiner. Ich muss es einfach wissen. Also los. Vorsichtig. Ganz... Vorsicht. Nee. Hey. Tim. Es ist ja wirklich nirgendwo mehr hin als zum Bunker. Hä? Im Bunker. Oh, Mann. Oh, mir tun alle Knochen weh. Ist noch alles dran? Ja, habe ich wohl echt Schwein gehabt. Aber wie komme ich hier wieder raus? Ich sehe kaum meine Hand vor Augen. Mist. Abgebrochen.
Ich habe doch gesagt, mach sowas nicht. Zur Hilfe! Da geht es wohl tiefer in den Bunker. Worauf habe ich mich bloß eingelassen? Ich muss hier schleunigst wieder raus. Da kommt jemand. Da ist doch jemand. Profitlich! Oder bloß profitlich! Wo steckt das? Ist wirklich profitlich. Nur. Es muss hier doch irgendwo sein. Inosuke! Nein, so ein Loch ist einem schwarzen Hund nicht würdig. Nicht würdig! Der Professor. Das war dieser Idiot von einem Professor. Herr Professor! Professor Profitlich! Oh nein. Er hat das nicht geschnallt. Der wird doch jetzt bestimmt gleich umgebracht. Okay, hier geht wohl gerade nichts. Können wir mit Karl? Nee. Das Hallo, dein Freund ist da. Kann Oskar uns da helfen? Du hast recht. Was für dich gilt, gilt auch für mich. Hm. Okay. Können wir jetzt am Rädchen drehen? Komisch. Keiner da. Oh, jetzt stehe ich ein wenig höher. So aus der Nähe wirken die Requisiten weniger beeindruckend. Du hast doch die ganze Zeit schon hier davor gestanden. Kennt man doch. Hm, klar. Idiot. Jetzt ist keiner. Was ist das denn? Ist das der Lieferwagen, aber abgedeckt? Was soll das denn? So. Hm. Hm. Ob wir 13 Mal da dran drehen müssen, was meint er? 5? Ich bin hier noch nicht fertig. 6? Mal. 10 Mal. 11. 12. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. 13. Gewinner! 3x13! Wow, habe ich den Jackpot geknackt? Das sind 39 Euro! Geil! Hä? Was ist denn jetzt los? War ich das etwa? Der rafft es gar nicht. Hey du! Oh Mann, ich traue mich gar nicht, mich umzudrehen. Seht euch nur an, was er für Augen macht. Ich habe doch gleich gesagt, wir sollten abschließen. Aber wir warten doch noch auf die Papiere. Wo bleiben die eigentlich? Tja, dumm gelaufen, Kleiner. Netter Mechanismus, was? Du hast uns einen unfreiwilligen Auftritt verschafft.
Die Bühne lässt sich sowohl von hier als auch von hinten bedienen. Eine feine Sache, die sich der Varieté-Besitzer einst ausgedacht hat. Was betreiben Sie eigentlich für Geschäfte? Ich verschaffe eine Atempause für alle Gestrauchelten, denen die Polizei auf den Fersen ist. Braucht jemand Papiere? Kein Problem. Für Geld bekommt man alles. Und zwar hier, in meinem Treffpunkt. Genug gequatscht. Was machen wir mit ihm? Mann, warum habt ihr denn alles schon verriegelt und verrammelt? Ah, haben wir ungebetene Gäste. Na endlich, wo bleibst du? Was ist mit den Papieren? Ich trau dem Kerl noch immer nicht. Von den Kids, nicht wahr? Laufen noch mehr herum. Ich kümmere mich um die anderen. Und was die Papiere betrifft, da müssen wir noch ein paar Konditionen klären. Ich sagte doch, der Typ ist ein Raffzahn. Der will was von der Beute wetten. Der weiß mehr, als wir ahnen. Okay, lass dir was wegen der Kids einfallen. Alles Weitere später. Inzwischen kümmern wir uns um das Fleischbällchen hier. Mir kommt gerade eine fesselnde Idee. Das ist Diskriminierung. Hören Sie auf. Halt, stopp. Ich fühle mich gemobbt. Okay, Willi, ciao. Das war's. Ist jetzt jemand im Bunker? Da ist er wieder. Hallo? Ich bin hier! Helfen Sie mir! Ich komme allein nicht raus! Aha. Tim? Bist du das? Was machst du denn für Sachen? Bist du soweit in Ordnung? Der blöde Anlagenberater. Herr Kruschwitz? Investiert bloß kein Geld. Ja, ich bin unverletzt. Was machen Sie hier? Genau das Gleiche könnte ich dich fragen. Ohne Hilfe, nicht wahr, bekomme ich dich hier nicht raus. Rühr dich da unten nicht vom Fleck. Ich lass mir was einfallen. Warten Sie, ich... Weg. Ich hoffe, er weiß, was er tut. Mach da unten bloß keine Dummheiten. Tschüss. Zur Hilfe! Was heißt Dummheiten? Soll er einen Kopfstand machen oder was? Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Naja, wem's gefällt. Hilfe! Hier bin ich! Hilfe! Sie halten mich gefangen! Also ich finde, uns geht's hier ganz gut. Nein. Hilfe! Hier bin ich! Hilfe! Vielleicht hilft bei der Gabi jemand? Hey, Oskar! Hörst du das auch? Merkwürdig. Das waren doch bestimmt Achim und Silke, die stecken dahinter. Die Person kommt mir bekannt vor. Hilfe! Hier bin ich! Hilfe! Sie halten mich gefangen! Können wir uns nicht umdrehen? Können wir auch drehen? Nein. Ja, ich glaube, irgendwie müssen wir jetzt noch Karl und Gabi in die Bredouille bringen, aber ich weiß jetzt nicht wirklich, wie wir das tun sollen, aber naja. Sie halten mich gefangen! Holt die Polizei! Ich weiß jetzt nicht, wieso. Gabis Zimmer. Hast du in letzter Zeit Tim gesehen? Nein. Ich dachte, der weicht gar nicht mehr von deiner Seite. Wegen Hepner. Langsam mache ich mir Sorgen um ihn. Vielleicht kann der Karl doch noch jetzt noch mal zum Bunker. Ja, auf das Gelände. Warum? Kommunikation. Leute, wenn ihr müsst mal so eine Teamschulung machen. Und da ist das Stichwort Kommunikation, ist das A und O. Dass ihr einfach wisst, wer wo sich gerade aufhält. Okay.
brech ab, das bringt nichts. Aber hier geht auch nichts, oder? Licht können wir auch nicht machen. Nee. Ja, keine Ahnung. Bei der Oma gibt's da was? Wir haben jetzt echt keine Optionen mehr. Ach, die liest hier fröhlich. Wo könnte meinen Sie, wo? Ha! Schön, dass die in diese Zeitung hier so vertieft ist. In dieses olle Schmierblatt. Oder der Krimiladen geht nicht, geht nicht, geht nicht. Klassenzimmer. Ah. Nein. Ich habe keine Ahnung, wo die Kinder gerade stecken. Ach, Karl, da bist du ja. Ich komme gerade aus diesem Café Krimis zuhauf. Ich glaube, David ist im Begriff, eine große Dummheit zu machen. Kannst du mal vorfühlen? Nicht, dass ich mich täusche und bloß eine hässliche Szene verursache. David? Ich sehe gleich mal nach. Okay. Ja klar. Guten Tag. Was?